Türgücü-Trainer Rainer Mauratz war enttäuscht vom Last-Minute-K.O. gegen Unterhaching, lobte seine Mannschaft aber für die Moral, nach einem 0:2 gegen einen Drittligisten noch einmal zurückzukommen. Gegen Rosenheim forderte er, na klar, den nächsten Heimdreier gegen die bis dato schwächste Abwehr der Liga, und der Auftakt nach Maß für den Aufsteiger in Rot. Patrick Hasenhüttl nach 20 Minuten, da steht er wieder einmal goldrichtig in der Mitte. Tolle Vorarbeit, aber auch von Fischer und Holz. Die Heimelf dominierte mit deutlich mehr Ballbesitz, und nur 2 Minuten nach der Führung der nächste Aufreger. Kirchicek dringt in den Strafraum ein, wird von Maxi Meyer gefault, und Schiedsrichter Ostheimer zeigt sofort auf den Punkt. Wir schauen nochmal drauf, der Elfmeter gerechtfertigt. Und kein Problem für Kasim Rabihic, 2:0, 60-Keeper Goya in der falschen Ecke. Und es sieht alles nach einem entspannten Arbeitstag für Türkgücü aus. Die Gäste aus Rosenheim in Halbzeit 1 äußerst blass und auch in Durchgang 2 mehr mit Defensivarbeit beschäftigt. 49. Minute, wieder Hasenhüttl. Und da geht ein Raunen durch den Sportpark. Was für ein toller Treffer. Artistisch erzielt der 22-Jährige sein bereits 7. Saisontor. Mit diesem Spiel ist er der erfolgreichste Torjäger der Liga. Keine Viertelstunde später, wieder klingelt es, wieder Hasenhüttl. Nicht so spektakulär, aber effizient. Der Mann des Spiels macht spätestens hier den Deckel drauf. Rosenheim mit dem Versuch der Schadensbegrenzung, und der gelingt auch. 69. Minute, Muschkolai provoziert das Foul von Velagic. Auch hier gibt es keine Diskussion. Nichts Grobes, aber das lange Bein trifft den 60er. Elfmeter, Majdančević tritt an, Flückiger erst herausragend. Dann aber im Pech, der Nachschuss von Eminoglu sitzt. 4:1, das auch der Endstand. Türkgücü zurück auf der Siegerstraße.